Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Es ist wieder soweit, eine neue Studie, ein neuer Lichtblick, diesmal zum Thema Baden. Sie wissen, in unserer Serie Lichtblicke versuchen wir immer Studien zu finden, die das Potenzial haben, die Versorgung demenzerkrankter oder überhaupt gerollte psychiatrisch erkrankter Menschen zu verbessern. Und witzigerweise habe ich mir dieses Mal eine Studie herausgesucht, die schon aus dem Jahre 1995 stammt. Warum habe ich das gemacht? Einmal, weil sie inhaltlich so viel hergibt, was genauso heute genauso relevant ist, wie es das im Jahr 95 war. Und zweitens, weil sie in ihrer Machart besonders ist. Dies ist der erste Teil zum Thema Baden, denn diese Studie ist so umfangreich, dass ich noch einen zweiten Teil dazu machen möchte. Also, was ist die Ausgangssituation? Stellen Sie sich vor, Sie liegen morgens im Bett und auf einmal kommt irgendeine wildfremde Person zu Ihnen rein, sagt zu Ihnen, Tag, Herr Rüsing, schön, sind Sie schon wach? Ja, dann stehen Sie mal jetzt bitte auf, wir gehen jetzt baden. Und Sie liegen dort und haben keinen blassen Schimmer, wer diese Person überhaupt ist. Noch ist es Ihnen klar, dass Sie jetzt baden wollen, weil Sie überhaupt nicht darüber nachgedacht haben und vielleicht waren Sie gerade noch im tiefsten Schlummer. Das sind Situationen, die Demenzerkranken in der stationären Pflege, aber auch in der ambulanten Pflege Tag für Tag passieren. Keiner hat es böse gemeint, ja, aber irgendwie ist es auch schlecht gemacht und im schlechtesten Falle passiert Folgendes, sie kriegen Angst, weil sie denken, was will diese fremde Person von mir und wieso zuppelt die an mir herum und in dem Sinne fangen sie an, womöglich hauen um sich, ne, würde ich vermutlich auch machen und dann heißt es, Herr Rüsing ist aggressiv und kann nicht gebadet werden, steht nachher in der Dokumentation, wenn denn der Herr Rüsing tatsächlich demenzkrank ist. So sieht es aus, so passiert es 100.000 Mal, es passiert auch anders, aber so passiert es eben halt auch. Dieses und viele, viele andere Probleme, auch beim Baden, haben dazu geführt, dass man sich in den USA damals oder bestimmte Menschen in den USA damals gedacht haben, wir müssen etwas unternehmen, wir brauchen so etwas wie Guidelines, wie macht man das am besten, worauf sollte man achten? Und genau das haben die Amerikaner gemacht. Sie haben zwei Pilotprojekte in Auftrag gegeben, wo sie Praktikern gesagt haben, bitte kommuniziert und schreibt euch auf, probiert Dinge aus, schreibt dann auf, wie es am besten funktioniert und wo die Probleme liegen beim Baden oder beim Duschen und wie funktioniert es am besten und worauf muss man achten. Und dann, wenn diese Projekte, als sie gelaufen waren, haben diese Gruppen, aus diesen beiden Projekten, die finanziert wurden vom National Health Institute, wieder zusammengebracht und haben die miteinander diskutieren lassen und haben versucht, dass die zusammen sozusagen so etwas wie Leitlinien machen. Die haben sich mehrmals getroffen und haben das versucht. Und genau das am Ende, dieser Konsens, der dabei rausgekommen ist, oder der versuchte Konsens, war dann das, was Sloan und andere sozusagen zusammengefasst haben und in dieser Studie von 1995 dann publiziert haben. Die ist leider nicht frei zugänglich, aber wie gesagt, ich werde zwei Teile machen, damit man sozusagen die Inhalte daraus auch hat. Also, wie das gemacht worden ist, habe ich Ihnen gesagt. Es ist natürlich ausgesprochen schwierig, in manchen Fällen Menschen dazu zu bewegen, zu baden. Die Frage ist natürlich erstmal einmal, also warum baden wir Menschen mit Demenz überhaupt? Ja, also ein Grund, den habe ich vorhin schon genannt, das ist kein guter Grund, aber ich habe ihn genannt, das ist einfach, weil wir in vielen, vielen Häusern, aber auch in der ambulanten Pflege einfach solche Strukturen haben. An dem Tag ist Badetag oder an dem Tag, der Herr Rüsing wird immer am Dienstagmorgen von seiner Bezugspflegekraft oder wenn die nicht da ist, von irgendjemand anderem gebadet. Man könnte also sagen, er wird gebadet, weil Dienstag ist. Das ist natürlich nicht in allen Häusern so, aber das gibt es immer noch. Ja? Das ist immer dieses Problem, weil so große Häuser oder auch kleinere Häuser die Strukturen eine gewisse Regelmäßigkeit in bestimmten Dingen verlangen, die vielleicht inhaltlich und von den Personen her gar nicht da sein muss. Also manchmal wird wirklich nur gebadet,
so wie wirklich manchmal nur Betten bezogen werden, weil es so vorgesehen ist. Ja, aber was sind die Hauptgründe? Und die häufigsten Gründe sind so etwas wie eine Infektion, sondern eine Kontrolle und die Sozialverträglichkeit. Das sind die beiden Dinge, die am häufigsten genannt werden. Also Infektion ist natürlich, sie können beim Baden oder beim Duschen eines Menschen sich natürlich tatsächlich die Haut anschauen. Sie können sich schauen, wo es Verletzungen der Haut gibt, wo es vielleicht Allergien gibt. Sie können sehen, wo sich vielleicht Wunden entzünden oder kleinste Hautdefekte entzündet haben oder sich Furunkeln bilden oder weiß der Schinder nicht was alles. Und dazu ist natürlich eine Ganzkörperpflege sehr, sehr prima. Ein anderer Punkt, ich habe den unter Sozialverträglichkeit abgespeichert, ist natürlich der, dass wir auch baden aus zweierlei Gründen. Der eine ist natürlich, weil Menschen, wenn sie lange sich nicht gut waschen, man kann das auch alles ohne Baden machen, aber wenn Menschen sich lange Zeit nicht gut und gründlich waschen, kann es sein, dass Menschen einfach anfangen zu riechen. Ja? Und das wissen wir alle, dass das dann eben halt auch für die Umwelt und für das Umfeld nicht besonders schön ist. Ja, dazu kommen fettige Haare und so weiter. Andererseits möchte ich an dieser Stelle noch einmal bemerken, ja, wenn Sie in Ihrem privaten Umfeld sind, ja, dann können Sie riechen und fettige Haare haben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, da kann niemand Ihnen vorschreiben, sich zu baden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Person und auch für sein Umfeld natürlich schön, wenn man gut riecht, ja, ist natürlich nichts gegen einzuwenden. Trotzdem sollte man das immer auch bedenken. Allerdings, um sowohl sozusagen zum Beispiel die Hautkontrolle, also aus Gesundheitsfürsorge und auch dieser Frage von wegen, riecht jemand oder wie sieht jemand aus, das beides würde niemals als Grund dafür ausreichen, zu sagen, es muss regelmäßig zweimal die Woche gebadet werden. Dafür muss man das nicht zweimal in der Woche machen. Dafür muss man das noch nicht mal einmal in der Woche machen, wenn jemand sich ansonsten gründlich wäscht oder man ihm dabei hilft, dass er sich gründlich waschen kann. Es gibt aber noch einen weiteren Grund für das Baden und das ist auch ein guter Grund. Und das ist nämlich der, weil es nicht allen Menschen, aber einigen Menschen einfach eine große Freude bereitet. Und Baden also mehr ist als einfach sauber zu werden oder duschen, sondern wo Baden sowas wie ein Event ist, etwas, was entspannt und so weiter. Ja, und das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn es geht natürlich in der Betreuung von geräumter psychiatrisch erkrankten Menschen natürlich immer auch oder eigentlich in der Hauptsache um Wohlbefinden und Lebensqualität. Ich habe Ihnen erzählt, diese Gruppe hat sich zusammengesetzt und die haben dann auch besprochen, was geht einfach häufig schief. Ja, also den ersten Punkt habe ich Ihnen schon zu Beginn dieses Videos gesagt. Was häufig schief geht, ist der Umstand, dass zum Beispiel ein Mensch mit Demenz denjenigen nicht sozusagen, oder dass das für ihn jemand Fremdes ist. Und Fremdheit, das haben wir ja schon oft berichtet und da gibt es tatsächlich auch viel zu geschrieben, kann bei Menschen Angst sorgen und Angst hervorrufen. Das ist natürlich das fordert quasi heraus, dass Menschen sozusagen, dass das mit dem Baden nicht klappt. Ein anderer Punkt ist, was kann noch schief gehen, wenn Sie einen großen, unfreundlichen Raum haben, wenn es kalt ist, wenn es laut ist, wenn es aussieht wie eine Abstellkammer, ja, sogenannte F-Räume hatten wir früher immer, da wurde also auch in die großen Badezimmer wurde alles reingeschoben zum Beispiel, das sah total ungemütlich aus. Wir kommen gleich noch darauf, sozusagen im Umkehrschluss, daraus sehen wir dann, was man besser machen könnte, ja. Dazu muss man bedenken, dass man beim Baden, bei der Ganzkörperpflege natürlich Menschen sehr intim anfasst, ihnen sehr nahe kommt, an sehr intime Stellen kommt. Oder ich übergieße sie mit Wasser, vielleicht ist das Wasser zu heiß, vielleicht ist das Wasser zu kalt und so weiter. All diese Dinge sind wichtig. Wenn einfach über das Wollen und den Willen eines Menschen hinweggegangen wird, dann kann es auch bei Demenzerkrankten dazu kommen, dass derjenige sich das natürlich merkt und das verbindet mit dem Baden. Und das bedeutet, dass jemand anderes, der das nächste Mal zum Baden kommt und es vielleicht besser machen würde, dass diese Person gar keine Chance mehr hat, weil das direkt ein schlechtes Erlebnis triggert, was natürlich auch früher schon gewesen sein kann. Also es können völlig Fremde kommen, das ist natürlich bei Demenz sowieso immer die Gefahr,
Aber wenn es die Bezugspflegekraft macht, ist es natürlich wahrscheinlicher, dass derjenige demjenigen vertraut. Es kann Angst entstehen, habe ich gesagt. Es können natürlich, gerade wenn es um Intimität geht, um das Neuerwecken vergangener schrecklicher Erlebnisse im Zusammenhang mit Intimität kommen. Das kann man vorher nicht wissen. Es kann aber auch sein, dass Menschen, vielleicht kennen Sie auch solche Menschen, also ich kenne zum Beispiel Menschen, die wollen nie baden, also die duschen nur, die haben überhaupt keine Badewanne im Hause und wollen auch gar nicht baden, ja. Und wenn ich auf die dann zukomme irgendwie und will die zum Baden bringen, dass die natürlich einen Abwehrreflex dagegen haben, ist ja auch klar. Ich kenne aber auch Leute, die haben keine Badewanne zu Hause, aber wünschen sich fast nichts sehnlicher. Auch das gibt es. Das alles führt uns natürlich immer wieder dahin, dass wir etwas über die Menschen wissen müssen, am besten von ihnen selber. Ja, dazu kommen noch möglicherweise vorhandene bei Demenzerkrankten Wahnvorstellungen, Halluzinationen und so weiter, Verkennungen von dem, was da ist, dass Menschen zum Beispiel nicht schwimmen können und dass sie Wasser sehen und wahnsinnige Angst davor haben. Also Sie merken, im Grunde geht es darum, dass man sich biografisch mit den Menschen auseinandersetzen. Und dann kann natürlich Baden zu einem tollen Erlebnis werden und zu einem für alle Teile großartigen Erlebnis. Also, diese Gruppen, die sich zusammengesetzt haben, die haben mal festgelegt, die empfohlenen Maßnahmen die Umgebung betroffen. Und da kann man sich einiges rausziehen. Man muss das nicht alles genauso machen, aber es kann einem helfen. Die sagen, es braucht einen privat gestalteten Raum, ja, dieses Badezimmer. Das muss für jeden entsprechend hergerichtet werden. Das heißt zum Beispiel, dass dort deren eigenes Shampoo steht, vielleicht sogar deren eigene Handtücher dort liegen und so weiter. Dann sollte die Umgebung natürlich so gestaltet sein, dass es denjenigen warm ist. Das heißt, es muss vorher vernünftig geheizt werden. Natürlich ist das für uns Pflegende manchmal schwierig. Ich erinnere mich gerade an Einsätze von mir in der ambulanten Pflege, ja, wo man manchmal fast kollabiert ist in dem Wohnzimmer, in dem Badezimmer. Das soll zwar nicht sein, aber tatsächlich muss es natürlich für die Menschen sehr, sehr warm sein. Vielleicht gibt es sogar sowas wie Wärmelampen. Sowas kann natürlich angeschafft werden. Thermostat erhöhen, habe ich gesagt. Bei Bedarf, manche Menschen, von Ihnen vielleicht auch welche, genießen es, in der Badewanne zu sein und dabei Musik zu hören. Das kann sehr entspannende Musik sein. Ja, teilweise solche New Age Musik, wo manche Leute wirklich drauf abfahren oder was sie in irgendwelchen Wellness-Bädern haben. Das können aber auch Lieder sein, die zum Beispiel der Badende zusammen mit der Pflegekraft zusammen singen kann. Und das wiederum schafft Vertrauen. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht im Rahmen von unseren Lichtblicken. Das blenden wir oben ein und dann können Sie sich das auch mal anschauen, die Wirkung von Musik. Sanftes Licht, nicht zu grell, nicht blendend, all das setzt natürlich den Stresspegel hoch. Versuchen Sie, Lärm zu minimieren. Natürlich müssen Sie mit vielen älteren Menschen lauter sprechen, aber trotzdem versuchen Sie, mit einer ruhigen, sanften Stimme zu sprechen. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Schönes Mobiliar, also Pflanzen gehören da rein, in solch ein Badezimmer. Man sollte vielleicht auch eine schöne Umgebung, also sollte nicht nur gefliest sein, so ein Raum, der von oben bis unten gefliest ist, oder zumindest sollten schöne Bilder vielleicht an den Wänden sein, über die man dann auch wieder sprechen kann. Dazu gehören schöne Handtücher, ein Kleiderständer, wo man vernünftig die Kleidung aufhängen kann. Ja, das ist ja auch ein Akt, es soll einem ja gut gehen und man soll sich wohlfühlen. Denken Sie auch an das danach. Ja? Manche genießen es eingemummelt in Decken oder in einen schönen, flauschigen Bademantel reinzugehen und sich dann einen Moment noch hinzusetzen und so weiter. Ich habe sogar mal eine Studie gelesen, die haben festgestellt, dass mit so einem Gläschen Sekt, das bei einigen Leuten wunderbar klappt. Ich suche Ihnen die noch mal raus. Es ist viele Jahre her, dass ich das gelesen habe. Manche mögen es auch sehr, wenn sie mit Aromen arbeiten. Ja, mit Aromen zu arbeiten. Aber auch das ist sehr, sehr individuell. Und manche stehen auch auf Blubberblasen. Ich weiß, dass man heute Badezimmer oder Badewannen gerade auch für Altenheime kaufen kann, die ein Vermögen kosten. Das muss nicht sein, wenn Sie an solche Dinge denken, wie ich Ihnen die gerade gesagt habe und wie diese Fachleute, nämlich die Leute, die aus der Praxis kommen, das gesagt haben. Wenn Sie jemanden duschen, denken Sie daran, dass Sie einen vernünftigen Duschstuhl haben. Also da lohnt es sich wirklich, etwas Geld zu investieren. Ja, ein Duschstuhl mit einer Polsterung und
nicht so ein Hartschalen-Plastik-Duschstuhl, auf dem sie nicht sitzen können. Ja, und vielleicht sogar einen mit einer Fußstütze, auf dem sie sitzen können. Sowas ist wirklich wichtig und natürlich auch die Art und Weise, überhaupt in eine Badewanne hineinzukommen, ist wichtig. Soweit erstmal das Video von heute, also wo es darum geht, was sind Probleme, die auftreten oder worauf müssen wir achten, was kann eigentlich passieren mit dem Menschen, der dort baden will und wie kann man sozusagen die Umgebung gestalten. Beim nächsten Mal in dem zweiten Teil, da geht es nochmal um die Kommunikation mit demjenigen, der gebadet wird und tatsächlich der Umgang mit speziellen Problemen beim Baden. Auch dazu haben sich die Menschen, die Praktiker damals geäußert und Sloane und die anderen haben das aufgezeichnet und haben das beschrieben. Also, im Grunde, um das heutige zusammenzufassen, ja, Sie mögen mir vielleicht sagen, das geht alles bei uns nicht. Ich erzähle Ihnen jetzt gerade erstmal von Praktikern, wie es gehen müsste. Und das ist einfach individualisiert. Es macht keinen Sinn, einen oder eine nach der anderen ins Badezimmer reinzuführen und alle haben das gleiche Shampoo und es sieht schrecklich aus und es ist in Wirklichkeit eine Abstellkammer. Jetzt können Sie zu Recht sagen, dafür brauche ich keine Studien, das weiß ich auch so. Wenn Sie das von sich aus alles anders machen, ist das großartig. Wenn Sie es nicht tun, haben Sie die Chance. Denn die gute Nachricht ist, oder die schlechte, oder nee, ich fange mit der guten an diesmal. Die gute Nachricht ist tatsächlich, dass der oder diejenige, also Sie, machen den Unterschied. Das Schlechte ist, unter Umständen, Sie machen den Unterschied. Also es liegt ein Stück weit an Ihnen und dann, wie Sie sich auf die Situation vorbereiten. Also beim nächsten Mal Teil 2, Umgang mit speziellen Problemen beim Baden und dann zum Schluss nochmal eine Zusammenfassung des Ganzen. Und ich gucke, ob ich im Internet einmal die Studie mit dem Sekt finde und zum Zweiten nochmal schaue ich nach, ob ich nicht doch irgendwo noch etwas finde, wo diese Studie vielleicht doch kostenfrei zu bekommen ist, weil die ist wirklich großartig und die ist auch in einem Englisch geschrieben, was man gut verstehen kann. Also, danke schon für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, klicken Sie auf diesen Knopf da, auf diesen Daumen, wollte ich sagen, nach oben. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, klicken Sie zweimal auf den Daumen nach unten und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal. Also, bis bald, Ihr Detlef Rüsing.